wunderschönen Nachmittag zum HTL-Update mit der Nummer 12. War das jetzt richtig? 12, ja. Herzlich willkommen bei uns. Kurzes Update, was wir so treiben, was so abgeht in der Community. Und ich fange natürlich mit dem wichtigsten Thema an. Es geht um Turniere. Und es sind neue Turniere ausgeschrieben, wo auch noch Plätze zur Verfügung stehen. Status jetzt, gibt es ein Turnier in Regensburg. Wunderbar, die Jungs im Süden haben es endlich geschafft. Ja, finde ich total klasse. Daumen hoch für die Jungs im Süden. Die sind auch theoretisch schon voll, es sind nur noch nicht alle Plätze verkauft. Sind schon genug Voranmeldungen, aber Status jetzt sind noch ein paar einzelne Plätze in Regensburg, die noch nicht verkauft, aber schon vorgemerkt sind. Also schnell anmelden, final und bezahlen, damit das Turnier voll ist und dann gibt es ein größeres Turnier. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Am 7.11. ist das und nächste Turniere sind schon im Plan. Genau. Ja, ein weiteres Turnier ist ein Schwerte hier in der Nähe. Und das findet am 21.11. statt und da sind Olli und ich auch schon fest angemeldet. Wir werden auf jeden Fall hinfahren, haben das Go von unseren Mädels. Ausgang. Der Timo ist auch vorangemeldet, oder? Ist das so? Ich hab schon, ne? Ja, der Timo ist angemeldet. Ja, stimmt. Vorangemeldet. Ich weiß noch nicht, ob er bezahlt hat. Ja, ja. Wollte zumindest. Aktuell noch nicht, aber ja, wir kommen auf jeden Fall hin. Also, uns wird er treffen, also kommt auch hin, da sind genug Plätze ausgeschrieben. Ne? Ja. Also wird ein großes Turnier, wenn das voll wird. Also, ich bin da gespannt. 30 Plätze? Ich glaube 30 Plätze, oder? Ja, ja, irgendwie so, ja. Ja, da bin ich auch wieder dran und lustigerweise, hast du einen Termin gesagt? Ja, 21.11. Wir sind wieder am 21.11. in Berlin. Gibt es auch ein Turnier, das habe ich beim letzten Mal schon erwähnt. Und da muss ich eine kurze Message loswerden. Jan, du bist bei beiden Turnieren angemeldet. Ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Dann können wir das vorangemeldet. Mal gucken, was das entscheidet. Liebe Grüße, Jan, du bist für beiden angemeldet. Genau, also es gibt hier anscheinend zwei Turniere am gleichen Termin. Ja, aber das ist ja super. Das zeigt von immer der Beste. Ganz genau. Und es ist für jeden was dabei. Anmelden. Die Berliner Jungs haben noch ein paar Plätze frei. Und in Schwerte gibt es auch noch Plätze. Seid dabei. Genau. So, jetzt würden wir dann zum nächsten Thema übergehen. Turnier haben wir jetzt abgeschlossen und zwar geht es um neue Videoformate für euch, von uns. Genau. Und zwar haben wir uns überlegt, wollen wir ein paar neue Videoformate drehen und überlegt, was können wir machen, was können wir nicht machen, würde ich mal sagen. Genau, oder? Ausprobieren. Genau. Wir haben uns für drei Formate entschieden und das erste ist die HTL FAQs. Eigentlich haben wir uns sogar mal vier entschieden. Das ist jetzt spontan, da steht okay. Da nicht drauf. Ich bringe das jetzt gleich noch mit rein. Okay. Das sind die HTL FAQs, das ist das erste Format, was wir auch neu ausprobieren wollen mit euch. Und zwar ist es so, dass wir uns bewusst hier auch auf die Couch setzen oder woanders auch bewusste, regelmäßige Fragen aus der Community raussuchen und diese etwas länger diskutieren. Ja? Wir wollen wirklich diese Fragen dann umfassend erläutern, diskutieren, analysieren etc., dass ihr auch mitkriegt, okay, das beschäftigt die Community und das beantwortet vielleicht auch meine Fragen. Ja, ganz genau. Also es geht darum, wir kriegen sehr oft die gleichen Fragen immer wieder gestellt. Und deswegen frequently asked question. Blödes Beispiel, Olli, wie hast du mit dem Hobby angefangen? Daniel, was ist deine Lieblingsarmee? Solche Fragen, aber auch Dinge wie, was muss unbedingt in eine starke Isengard-Armee? Genau, oder... Ne? 10 Helden zum Bogenlimit. Ja, ja. Das ist dann so meine Frage. Ja, das ist dann in den 2. 10 Helden zum Bogenlimit. Das ist das erste Format und das wollen wir auch direkt abgrenzen vom zweiten Format. Für das zweite Format wird es noch ein eigenes Intro-Video gehen. Möglicherweise geht das gemeinsam mit dem Online, müssen wir erst schauen. Aber das wird die HTL-Fragestunde oder Fragerunde. Ich wollte Fragestunde, er hat sich mit Fragerunde durchgesetzt. Ja? HTL-Fragerunde. Und das ist ein Format, das diejenigen von euch, die regelmäßig die englischen Kanäle gucken, kennen werden. Das heißt bei der GBHL, Speak Friend a Question und bei den Amerikanern, A Light in the Dark. Und das wollen wir bei uns auch etablieren. Wir werden also ein Startvideo machen und das funktioniert folgendermaßen. Ihr stellt die Fragen, wir beantworten sie auf Kamera, dass alle das Ergebnis sehen können. Eigenes Intro-Video, wie das funktioniert, schauen wir uns detailliert im Nachgang an. Genau. Jetzt kommen wir zum dritten, eigentlich von drei, du sagst das vier Formaten. Das sind die Video-Vlogs, wie man sie auch nennt, die wir machen wollen.
Wir wollen uns jetzt nicht hier hinstellen, das haben wir auch schon getestet und hier täglich filmen, was wir im Hobby machen. Da hatten die Idee hatten wir auch, das macht so sehr. Ich drück's mal gerade aus, war langweilig. Ja, also das wollen wir nicht machen, das wollen wir euch auch nicht antun. Genau, das macht ja Olli so in Schlabberhose. Ich glaube, das wollt ihr nicht sehen. Genau, nein. Wir haben uns entschieden, wenn wir jetzt zukünftige Turniere machen, wir haben es zum Anfang auch intensiver getan, wir haben nur ein bisschen nachgelassen. In den Turnieren, die wir selbst veranstalten oder auf anderen Turnieren, wo wir hinfahren, wollen wir regelmäßiger drehen. Ja, wir wollen euch berichten, wie sind die ersten Turniertag, der zweite Turniertag oder der allgemein das Turnier abgelaufen, wie ist der aktuelle Ergebnisstand und so. Wir wollen euch da aktuell halten und auch einfach damit ihr mitbekommt, wie ist das Feeling auf dem Turnier, wie ging es den anderen Teilnehmern und so weiter. Und das wollen wir intensiver angehen und das werden wir auch in den Turnieren tun. Inspiration dafür war für uns auf jeden Fall auch wieder das große Vorbild aus England, die GBHL, wo die Jungs ja gemeinsam jetzt in Amerika auf der Nova Open waren und der James einen Daily Blog gemacht hat, was er so den ganzen Tag tut, wen er kennengelernt hat. Und ich persönlich habe das mit Begeisterung geguckt. Ich denke nicht, dass wir dann eine Stunde oder so draus machen aus jedem Tag, aber ihr könnt euch darauf freuen, ihr werdet einfach mal so einen Tag im Turniergeschehen bei uns kennenlernen. Und ich denke mal, wir werden damit schon starten im Oktober bei unserem ersten Turnier, oder? Auf jeden Fall. Ganz genau. Olli steht auf, muss das Licht auslassen, weil seine Freundin noch schläft und soll in die Richtung halten. Jo, das vierte Format von Nerd & Daniel jetzt gleich überrascht sein wird, das hat er einfach nur verdrängt und wir haben es nicht auf die Liste geschrieben. Wir werden für euch eine Kampagne spielen. Stimmt. Ah, stimmt. Eigentlich wollten wir heute schon anfangen. Heute ist Sonntag, aber uns fehlen die Figuren, die sind bei Timo gerade und der kommt ja heute nicht. Und deswegen dauert das noch ein bisschen, aber wir werden eine Kampagne spielen. Genau. Und zwar mit welcher fangen wir an, Daniel? Mit den Gefährten, ne? Wir fangen mit den Gefährten an. Wobei unser Ziel ist es, wir wollen alle drei Herr der Ringe Bücher durchspielen. Das sind irgendwie 48 Szenarios, aber das wird anstrengend. Wir haben fast alle Figuren. Ich bin sehr gespannt, ob uns im Laufe des Drehs noch was auffällt, was uns noch fehlt. Ja. Aber figurenmäßig sind wir sehr gut aufgestellt. Aber, und jetzt kommen wir direkt zum nächsten Punkt auf unserer Liste, gibt ein paar Dinge, die haben wir nicht und die brauchen wir von euch. Nicht nur jetzt für die Kampagne, sondern auch für die Turniere und generell für den Channel. Wir brauchen eure Unterstützung, was Geländebau betrifft. Nicht alle Dinge, die in den Gefährtenbüchern drinnen sind, die haben wir als Geländestücke, als Modelle etc. Und auch bei den Turnieren, wir brauchen für nächstes Jahr, wollen wir wie viele Leute wollen wir machen? 100 Teilnehmer auf der Deutschen Masche, 2016. Haben wir uns als Ziel gesetzt. 100 Teilnehmer, alter Falter. Wir hatten letztes Mal 60, das war schon aufwendig. Mit viel Unterstützung von Daniel und wir selber haben auch viel Arbeit. Und von Andi Lemke? Andi Lemke natürlich, genau. Viel Andi, danke, gell? Und das ist genau auch unser Problem. Der Daniel und wir haben weniger Zeit. Der Andi Lemke hat aus privaten Gründen auch keine Zeit mehr aktuell. Und deswegen brauchen wir eure Unterstützung. Wenn ihr also uns unterstützen wollt, dann baut uns Hügel, Wälder, Zäune, Getreidefelder, alles mögliche, was Häuser, gibt. Alles, was es gibt. Alles, was ihr Lust und Zeit und Bock habt und uns spenden wollt, nehmen wir herzlich an und werden natürlich auch intensiv nutzen, nicht nur natürlich auf dem Turnier, sondern natürlich auch im Channel selber, ihr werdet das regelmäßig in Videos sehen, wir werden euch natürlich auch gerne namentlich nennen, haben wir kein Problem mit, wir haben einfach nur aktuell zeitliche Probleme, dies hinzubekommen. Wir sprechen halt von 20 zusätzlichen Spieltischen, die wir bis nächstes Jahr machen müssen. Und wir wissen nicht, wann wir das hinkriegen sollen. Und da brauchen wir einfach ganz klar eure Hilfe. Und wie gesagt, wir werden sicherlich auch noch des Öfteren erwähnen, nicht alle Geländestücke, die wir für die Kampagne brauchen, haben wir auch. Ja. Und da werden wir dann vielleicht auch explizit machen. Und da kann man dann sicher auch einen schönen Turniertisch irgendwann später draus machen. Da kommen wir sicher auf jeden Fall darauf zu. Also, schreibt uns in die Kommentarfunktion unten rein, wenn ihr uns unterstützen wollt. Ihr könnt uns auf Facebook anschreiben, ihr könnt uns auf YouTube anschreiben, E-Mail über T3, jedes Medium ist uns recht, solange ihr uns unterstützt. Einfach anschreiben. Wir freuen uns über jede Hilfe und dafür bekommt ihr von mir jetzt schon mal 2 Daumen hoch. Ihr bekommt die, nicht ich, ihr. Und ja, ich hoffe über rege Beteiligung, damit wir unser Ziel von 50 Spieltischen auch optimal hinkriegen. Daniel, hast du noch irgendein Thema? Nein. Hast kein Thema mehr. Ich habe auch kein Thema mehr. Dann war es das von unserer Seite. Nicht vergessen, abonnieren, teilen, kommentieren
Und was fehlt mir jetzt noch? Liken. Liken, ganz genau. Gebt uns den Daumen hoch. Ich wünsche euch was fürs Bald. Ciao.